So, liebe Leute, das große Finale, Kapitel Nummer 16 steht heute an. Hier bei FN23 Breaking Point. Ja, wie angekündigt, ich habe euch die Folgen über zusammengeschnitten, jetzt in Singapur. Ich habe bewusst jetzt länger Zeit geschwiegen, habe dann quasi das Ende mit reingesetzt. Die letzten 5 Runden habe ich euch mehr oder weniger rausgeschnitten. Und das ist die Safety Car Phase. Da habe ich euch den Anfang und das Ende mit reingenommen. Das müsste dann auch reichen. Sonst wird es ein bisschen langweilig und sonst wird die Folge auch zu lang. Gut, gehen wir rein. Ins letzte Kapitel. Ich will doch nur reden, Kerl. Warum? Weil er das gesagt hat? Es geht nicht immer nur um ihn. Rede mit mir. Wir sind als Kinder oft bei denselben Rennen angetreten und natürlich lief es für einen von uns immer besser. Und dann, auf dem Heimweg, war der eine natürlich glücklich und der andere war am Boden zerstört. Es gab nichts dazwischen. Es war wirklich unmöglich, dass wir beide zur gleichen Zeit glücklich waren. Und es ist irgendwie immer noch genau gleich. Ach komm, es ist mein Job, mit allen zu sprechen, Kelly. Ja, und wer hat dir den Job gegeben? Warum bist du so? Du bist ja nicht mal auf mich sauer. Tja, vielleicht ja doch. Wirklich? Ernsthaft? Wir waren Kinder, Kelly. Du hast mich im Stich gelassen. Komm schon, was hätte ich sagen sollen? Oh, vielen Dank, Dad, dass du immer so in meine Karriere investierst. Aber ich muss leider ablehnen, damit wir Kellys Gefühle nicht verletzen? Natürlich nicht. Was dann? Er musste sich nicht entscheiden, Devin. Er hatte wirklich genug Geld, um uns beide zu unterstützen. Ich wollte doch nur, dass du mir hilfst. Er hat nie auf mich gehört. Immer nur auf dich. Wir waren jung. Ja. Aber jetzt sind wir erwachsen. Ja. Tja. Falls es dich tröstet, ich bin kein großer Konkurrent mehr. Das warst du nie. Tut mir leid, Kelly. Alles. Du warst immer schneller als ich. So, da hast du's. Netter Versuch. Es stimmt. Haben Sie das ernst gemeint? Natürlich nicht. Schneller Gott. Als ich. Nein, hätte ich mir schon gedacht. Das war sie nie, das hätte sie gern. Nein. Aber in einer Sache hatte mein Vater immer recht. Und zwar, dass manchmal die Leute hören sollen, was sie hören wollen. Nicht wahr? Sorry, ich hatte von dem Typ nichts. Oh, Brasilien. Ich wollte gerade sagen, kein Anruf. Mom! Kelly, ich lese immer mehr über diese Finanzierungsprobleme. Es ist erst dann ein Problem, wenn wir nicht den 5. Platz erreichen. Was hältst du davon? Das kann er doch nicht ernst meinen, oder? Es waren doch erst 2 Saisons. Connersport ist bestimmt nicht das schlechteste Team. Du kannst wirklich gut mit Worten umgehen, Mom. Was sagt dein Vater dazu? Keine Ahnung. Du hast noch nicht mit ihm gesprochen? Das kannst du bestimmt nachvollziehen. Ja, aber ich muss auch nicht mit ihm arbeiten. Du musst ihn nicht mögen, aber du solltest wirklich mit ihm reden. Du klingst wie Devin. Vielleicht hat Devin ja recht. Ja, danke, Mom. Ich muss jetzt los. Ich hab dich lieb. Tschüss. So, gehen wir rein ins Rennen, wa? Klar, natürlich. Ja. Warum tust du das? Er war im Fahrerlager. Das war in Sao Paulo. Und ich, ich habe ihn zur Rede gestellt. Ich wollte einfach wissen, warum? Einen Moment bitte. Ich rufe zurück. Kelly, also dann können wir endlich mal sprechen. Warum tust du das? Tue ich was? Warum bist du so kalt und verbissen diesbezüglich? Damit sich die Investition lohnt, muss Connersport Racing eben erfolgreich sein. So ist das Geschäft. Das ist nicht alles, oder? Bitte was? Warum bin ich dann im Team, wenn es nur ums Geschäft geht? Und warum Devin? Du kannst nicht die Familie da immer mit reinziehen und dann jedes Mal so tun, als sei alles nur geschäftlich. Das ist eine der bedeutendsten Investitionen, die ich je gemacht habe. Ich muss das Geschäftliche im Auge behalten, Kelly.
Wer glaubst du denn, wird das erben, wenn ich nicht mehr bin? Na, Devon. Vermutlich. Ich habe jedenfalls kein Interesse daran. Das ist schon etwas komplexer, Kelly. Aber was gut für unser Geschäft ist, ist auch gut für die Familie. Und damit letztlich auch gut, vor allem für dich. Genau das hast du damals auch gesagt, als du nicht wolltest, dass ich Rennen fahre. Das habe ich mit 12 schon nicht geglaubt, so wie jetzt auch. Ich verstehe einfach nicht, was du dir dabei denkst. Du drohst damit, meine Formel-1-Karriere zu beenden und tust so, als wäre es das Beste für mich. Du hast doch nicht die leiseste Ahnung, wie viel Geld ich in das Team gesteckt habe. Oh ja, darum geht es dir. War ja klar. Dir geht's nur ums Geld. Ich erwarte nicht von dir, dass du das verstehst. Nein, Dad. Ich erwarte das nicht von dir. Wie kannst du nur so unrealistisch sein? Hör zu. Nicht jeder ist für die Formel 1 gemacht. Und das weißt du. Wir sollen also Platz 5 holen? 5. 5. So, während des Rennens. Also wir werden kein komplettes Rennen sehen. Das heißt, ich muss, glaube ich, nicht wieder schneiden. Na schauen. Safety 6 Runden. In dieser Runde. Ich wiederhole. Safety Car in dieser Runde. Das ist unsere Chance. Okay. Primärziel. Sicherer Platz in Top 5. Mir ein Platz in Top 5. Wir sind 14. Das war ein bisschen zu viel, vielleicht. So, jetzt sind wir wieder zumindest ein bisschen drin, jetzt sind wir 11. So, jetzt wollen wir wieder zusammen werden. Top 3 und die schnellste Runde als Bonus. Machbar, wa? Schauen wir mal. Müssen wir aufpassen, dass wir da also unnötig einen Schaden holen. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Dankeschön, Sergeant. Das hatte ich jetzt ein bisschen blöd. Da habe ich schön weggeschossen. So, können wir das Thema wieder aufholen. Hallo Sebastian Vettel. Wir haben jetzt noch 6 Runden Zeit, um uns für 13 ranzukämpfen. Geh weg. Ich muss jetzt wieder ein bisschen ranarbeiten an das Feld. Sind wieder dran. Jackson. Hätte wohl gern gehabt, wenn die Aktion
Da wollte der Jack zu mich schön von der Strecke drücken. Oder habe ich da ein bisschen dran, hinein vorbeizugehen? So, vorbei. Jetzt haben wir hoffentlich Perez, Gasly, der Fries ist Zweiter. Da wird Alonso führt. Ja, Alonso führt. Boah, Alter, der Fries hier. Da wollte der aber auch noch mal kuscheln. Alonso ist auf jeden Fall schon mal fairer als Teamkollege. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und jetzt heißt es die schnellste Runde. Die mit Herrn Pierre Gasly hat. Boah, Alter. Damit ist die Runde auf jeden Fall auch kaputt. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,7 Sekunden. Letzte Runde, Leute. Letzte Runde.
Ich kann ein bisschen konzentrieren, deswegen. Ich will die schnellste Runde noch haben. Wenn maximal, wenn minimal das Ding, ich war die 16.8, habe ich Glück gehabt, habe ich die 16.8.4 gefahren. Ich habe ja die 8.6.0. Fantastisches Rennen. Werden wir Connor Sport in der nächsten Saison wiedersehen, Stefan? Einige gehen ja nicht wirklich davon aus. Ich hoffe doch, Sascha, das tue ich wirklich. Sie waren mutig, sie sind Risiken eingegangen. Das war gut für den... Ich will das Bonus-Ding haben. Ich hoffe, dass ich die... Wenn ich jetzt noch die schönste Runde gehabt habe, habe ich das Ding gewonnen. Sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, das ist sicher. Alonso auf jeden Fall. Und Gasly hat sich zu Freestock gepackt. Frage, wer hat die schnellste Runde? Entweder ich oder Gasly? Einer von den beiden. Von uns beiden. Ich glaube, er hat es ja geschafft. Weil ich warte grün im ersten beiden. Das muss minimal nur gewesen sein. Ich will die schnellste Runde haben, dann habe ich den Bonusziel. Die Aufgabe habe ich geschafft, das ist klar. Das war heute eine starke Leistung, Kelly. Welche Rolle hat das Safety Car gespielt? Ja, ich habe mir nach dem Safety Car so viele Chancen ausgerechnet. Natürlich wird das Rennen dadurch stark beeinträchtigt, aber ich könnte einen Vorteil daraus ziehen. Ich habe die Chance ergriffen und es hat geklappt. Ihre erste Formel 1-Saison nähert sich dem Ende. Sie haben hart gearbeitet. Aber gibt es jemanden, der Sie besonders beeinflusst hat? Beeinflusst? Ich würde sagen, mein Vater hat Einfluss. Nur nicht unbedingt auf die beste Art und Weise. Ich habe nichts dagegen, dass er das Team finanziert. Aber ich habe etwas dagegen, wenn er versucht, es zu leiten. Wie war es, so eng mit Ihrer Familie zusammenzuarbeiten? Das war eine Herausforderung. Wir haben alle unsere eigene Meinung. Familie ist die Meinung. Das ist besonders für meine. Es gibt Gerüchte, dass es Connorsport in der nächsten Saison nicht mehr geben wird. Können Sie das kommentieren? Das klingt nach einer Frage für unsere Investoren. Wir alle würden uns sicher über ein öffentliches Statement zu diesem Thema freuen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Doch, wir haben noch ein Kapitel. Kapitel 17. Ich dachte, es wären 16. Okay, sonst sind 17 Kapitel. Na dann. Das sehen wir uns aber dann in der nächsten Folge an, liebe Leute.